Geometrie, Aufgabe. Das wollen wir die Aufgabe, ein Lot zu fällen, und zwar von einem Punkt auf eine gerade Linie runter. Also hier Aufgabenstellung, fälle ein Lot von einem gegebenen Punkt aus auf einer geraden Linie. Das heißt, wir haben hier eine gerade Linie, wir haben hier den Punkt A und hier einen den Punkt B. Wir haben als Hilfsmittel einen Stab, also kein Maßstab, sondern einen Stab, der uns hilft, eine gerade Linie zu ziehen, und einen Zirkel. Und das ist auch schon alles. Jetzt setzen wir unten an, verbinden den Punkt A mit dem Punkt B, mit Hilfe von unserem Stab. Jetzt haben wir dann gerade Linie. Und wir haben irgendwo hier oben den Punkt C. Der Punkt C, der liegt also nicht auf dieser Gerade, das ist eigentlich unser Ausgangspunkt. Jetzt ist das Ziel, dass wir am Schluss hier ein Lot fällen. Das heisst, wir haben am Schluss eine senkrechte Linie zu ziehen. Bedeutet, wir haben hier eine gerade Linie und ziehen nachher von einem Punkt hier unten aus eine gerade nach oben. Das ist eine senkrechte Linie zu ziehen. Das Lot fällen. Das Resultat ist das gleiche, aber der Ausgangspunkt ist hier oben. Und wir ziehen hier noch eine Linie nach oben. Und die ist auch hier rechtwinklig, also 90 Grad. Das heisst, das Einzige, was sich verändert, ist, ja, also hier links haben wir senkrechte Linie ziehen. Und rechts haben wir Lot fällen. Das ist eigentlich der Unterschied. So, jetzt, wenn wir hier das Lot fällen, das bedeutet, wir machen Folgendes. Wir nehmen den Zirkel und wählen irgendwo hier unten einen Punkt D aus. Der kann hier einer sein, zum Beispiel. Jetzt setzen wir unseren Zirkel hier beim C an. Also der Punkt D, der muss einfach unterhalb von unserer Gerade AB sein, also auf der anderen Seite vom C. Er darf nicht hier oben sein, sondern muss einfach auf der anderen Seite sein. Jetzt setzen wir unseren Zirkel beim C an und zeichnen hier so einen Kreis mit dem Radius CD. Also vom C bis zum D runter. Jetzt haben wir hier hier haben wir den Radius R, hier haben wir den Radius R, hier ist der Radius R, hier ist der Radius R. Und jetzt können wir Folgendes machen. Jetzt wählen wir die beiden Schnittpunkte aus und geben ihnen jeweils Namen. Und zwar haben wir hier schlussendlich bei dem Schnittpunkt der Punkt E und hier der Schnittpunkt G. Und jetzt überlegen wir uns, wie wir weiter vorgehen wollen. Wir versuchen, oder wir verwenden den Zirkel, um die Strecke zwischen E und D zu halbieren. Wie machen wir das? Wir setzen hier beim G an und nehmen dann die Distanz, die etwas länger ist als die Hälfte, als die Mitte zwischen E und G. Die Mitte von E und G wird irgendwo hier sein, wir wissen jetzt nicht genau wo. Wichtig ist, dass wir hier den Zirkel etwas weiter ansetzen, ja. So was machen. Und den gleichen Radius auch auf E-Seite verwendet. Ja, und hier noch eine Art. Das übertragen auf die andere Seite.
Jetzt haben wir hier einen Punkt. Hier unten gibt es auch nochmal einen Schnittpunkt. Und die beiden Punkte verbinden wir nachher. Das ist also genau die Hälfte. Nennen wir den Punkt hier in der Mitte F. Das heisst, jetzt haben wir hier die Distanz EF und die Distanz F zu G. Und die Distanz EF ist gleich die Distanz FG. Und jetzt können wir unseren Punkt oben C mit dieser Gerade hier verbinden. Also wenn man das mit einem Zirkel zeichnet, dann wird das genau auf einer Linie sein. Ja, was wir hier machen ist, wir verbinden einfach den Punkt F mit unserem Ausgangspunkt C hier oben. Und damit haben wir eigentlich unser Lot gefällt. Wir haben hier unten nämlich einen 90-Grad-Winkel. Und damit ist eigentlich das Ziel schon erreicht. Vielleicht einfach nur noch ganz kurz, damit wir wirklich sehen, dass das hier ein 90-Grad-Winkel ist. Das kann man folgendermaßen sehen. Wir haben hier, ich zeige noch kurz auf, was wir alles bisher gezeichnet haben. Wir haben gesehen hier, da haben wir den Punkt E. Wir haben hier ein gleichschenkliges Dreieck. Wir haben nämlich gesagt, dass das hier den Radius R hat. Also die beiden äußeren Seiten sind jeweils gleich. Wir haben gesagt, E und F, die Distanz E zu F, ist genau gleich wie F zu G. Und wir wissen natürlich auch hier in der Mitte, der Punkt CF ist für beide Dreiecke das gleiche. Das heisst, dass wir haben hier eine gerade Linie und wir wissen, dass das hier also zusammen 180 Grad sind und wir wissen, dass der Nebenwinkel hier genau gleich ist wie der Nebenwinkel hier. Und wenn beide Nebenwinkel gleich sind, dann müssen sie zwei rechte Winkel sein. Das heisst, zwei rechte Winkel gleich 180 Grad, beide Seiten geteilt durch 2, geht ein rechter Winkel ist 90 Grad. Ja, wir wissen, R ist gleich, nochmal, hier beide R sind gleich, wir wissen, EF und FG ist gleich und CF ist eines hier für das linke Dreieck und eines für das rechte Dreieck hier. Und wenn alle Seiten gleich sind, dann müssen auch alle Winkel gleich sein. Hier Alpha und hier Alpha. Hier Beta und hier Beta. Und hier unten ist das Gamma. Das ist jeweils. Das muss auch gleich sein, oder? Das sind ja beides gleiche Dreiecke. Und wir wissen, wenn zwei Nebenwinkel gleich sind, ja, auf einer geraden Linie, dann haben wir einen rechten Winkel. Ich bin der Flamur Schala, abonniere mich auf Fokusstrategie.